Herzlich willkommen zu einer Runde mit. Und heute freuen wir uns ganz besonders, denn der liebe Kramp ist da. Und das bedeutet, das könnte man vielleicht schon als Hinweis deuten. Denn der liebe Klaas Wolter von Capcom hat uns heute einen Besuch abgehalten und etwas ganz Feines mitgebracht. Monster Hunter World. Und da freuen wir zwei Monster Hunter Fans uns natürlich richtig drauf. Wir haben hier jetzt, ich glaube, den Bild liegen, den man auch schon aus den Capcom Streams kennt von der E3. Und den dürfen wir jetzt mal spielen. Wir haben uns eben schon mal so ein bisschen reingespielt, damit wir nicht komplett ahnungslos sind. Ich bin mega aufgeregt. Ja, Mann, es ist total super. Wir haben, Tran und ich, wir sind echt riesen Monster Hunter Fans und wir haben immer davon geredet, wann kommt es denn endlich mal, also zumindest in unseren Gefilden, wann kommt es denn endlich mal auf einer großen Konsole raus und nicht immer nur auf dem Gameboy. Es war zwar sagst du immer gern Gameboy, ne? Ja, es war zwar immer toll auf dem Gameboy, aber es ist halt trotzdem nur anders auf dem großen Bildschirm. Ja, ja, ich, wie gesagt, ich freue mich auch. Also als es auf der E3 angekündigt wurde, dachte ich, kann ja wohl nicht wahr sein, da wird irgendwie ein Traum wahr, weil ich dachte, jetzt, das wird nicht mehr passieren. Ich habe damals schon zu PS3-Zeiten gedacht, cool, auf der PS3 wird ein Monster da kommen und dann ist es halt abgewandert. Ja. Aber lass uns mal nicht so lang rumschwafeln, sondern mal gucken, was hier neu ist, weil Monster Hunter World ist ja so. Es hat jetzt große Gebiete, die auch nicht mehr durch Ladezeiten unterteilt sind. Wahrscheinlich kommt daher auch der Name World. Und wir haben jetzt schon rausgefunden, mega spannend, dass ziemlich viel, was man sonst immer im Dorf erledigt hat, jetzt hier im Camp passiert. Das heißt, wir sind hier, lustig, geil, guckt jetzt an, wie er die Wurst der Katze zuwirft. Also wir sind hier quasi schon in einer Art Questgebiet, haben aber noch keine Quest gestartet. Und hier kann man all das machen, was man sonst im Dorf gemacht hat. Zum Beispiel, wir haben hier in unserem Zelt unsere Objekttruhe. Du kannst die Objekttruhe zur Verwaltung deines Inventars. Sieht eigentlich auch aus, so wie man es kennt, genau. Mit den Symbolen und so. Ist jetzt alles quasi mitten im Questgebiet alles hier zugänglich. Wir haben eine Herstellungsliste, um Items herzustellen. Und eben auch, wir können die Ausrüstung ändern. Das mache ich auch mal ganz kurz, weil die Stahlaxt, die ich hier habe, mit der kenne ich mich nicht aus. Dann haben wir hier noch Talismane, kennen wir auch schon. Neu sind hier diese Mäntel, die hat man in den Streams auch schon gesehen. Und da gibt es jetzt verschiedene Mäntel. Kannst du mal so ein Video abspielen machen, dann sieht man. Genau, ist eigentlich ganz hilfreich, dass man sieht, was die bringen. Dieser Mantel macht mich kurzzeitig unsichtbar. Macht mich unsichtbar, wenn ich angreife oder Schaden erleide. Dann haben wir noch hier so einen Gleitermantel. Den nehme ich auch gleich mal. Dann gibt es noch hier einen Herausforderermantel. Kannst du mal Video abspielen? Ja, okay, ich spielen wir hier das Video zum Trutzmantel ab. Eliminiert Schadensreaktionen, verhindert Windeffekte und schützt dein Gehör. Wobei, den nehme ich eigentlich. Der ist, glaube ich, cool. Nee, mache ich nicht. Ich nehme den Gleitermantel, weil der sieht spannend aus. Haben wir hier eben auch ein bisschen drüber gestaunt. Hui. Ich nehme den mal. Und dann gibt es hier noch einen Gesundheitsbooster. Ey, keine Ahnung, was das ist. Kann ich in den Boden stecken und kriegst, glaube ich, ein bisschen Energie genau. Wieder. Genau, ja. Oder? Also ich finde es interessant, dass das jetzt hier alles so quasi im Questgebiet, dass man das alles hier, dass das alles hier zugänglich ist. Und es wird ja auch so sein, dass man während einer Quest dann wieder zurück zum Lager kehren kann, um, keine Ahnung, ich will vielleicht doch mal die Waffe wechseln. Das ging ja sonst auch nie. Du musstest dich ja sonst immer vor einer Quest festlegen, mit welcher Waffe will ich losziehen. Und das war's dann auch. Und jetzt haben wir wahrscheinlich die Möglichkeit, auch die Waffen zu wechseln. Und auch hier, man kann futtern. Und das sieht richtig lecker aus. Ja. In unserer Mini-Kantine hier gibt es Essen, das dich für die Jagd stärkt. Wir kriegen das auch immer erklärt, irgendwie was bringt. Das heißt, Monster Hunter lässt einen nicht mehr alleine mit den Menüs, sondern erklärt einem auch ein bisschen was. Und ich nehme hier das gute Chefkochgericht, weil dadurch kriegen wir einen Buff, Angriff hoch und Verteidigung hoch. Und sieht mega lecker aus. Guck mal hier. Oh, da guck dir das an. Wie es brutzelt und so, ne? Ich gehe heute noch später zum Lippenkling. Ne? Guck mal, er beißt auch wirklich genau das Stück da ab. Hier, der Palico isst auch mit, die Katze. Saugeil. Hießen die nicht immer Feline? Nee, ich hab das auch nicht gerafft. Also, Felinen? Die Felinen waren quasi die NPC-Katzen damals in deiner Küche. Palico hießen sie, glaube ich, in japanischen Spielen. Und später, als man die auch steuern konnte, hießen sie Prowler. Es gab ja auch Teile, wo du die Katze selber auswählen und spielen konntest. Für mich sind es Katzen. Punkt. So, genau. Wir könnten jetzt eigentlich mal hier raus ins Feld gehen, aber wir gehen hier zum Questschalter. Auch das war ja eigentlich sonst immer im Dorf.
Also das Dorf wird es wahrscheinlich auch wiedergeben. Ich gehe stark von aus. Eine Mission quasi für die Gamescom bzw. für die E3, wo man wahrscheinlich nicht so fängt. Ich glaube nicht, dass das Spiel so anfängt. Ich glaube mal, es wird ein Dorf geben, ja. Aber trotzdem ist es ganz interessant, dass man hier die Sachen jetzt annehmen kann. Und da haben wir zwei Quests. Ja. Und ein Unbekannter. Kannst du beide annehmen oder nur einen? Ich glaube nur eine. Und wir fangen auch mit der leichten an, würde ich sagen. So, jetzt haben wir nur die Quest akzeptiert. Und um die auch wirklich zu starten, machen wir auch gleich. Mal muss ich aufs Touchpad drücken. Und da wäre es jetzt wahrscheinlich auch so, dass du warten kannst, bis deine Kollegen fertig sind, ne? Wenn du zu viert spielst. Und erst wenn alle ready sind, starten wir die Quest. Rotkerne. Ja, und da sind jetzt halt echt auch wieder... Jetzt geht's los, der große Verschlinger. 35 Minuten Zeit. Wir haben uns berichtet, dass unser Ziel, der Großjagras, Das ist auch neu, oder? Ein Jagras gab's früher nicht. Nee, ist neu. Also, legen wir sofort los. Öffne deine Karte. Alles klar. So. Das hier ist unsere gegenwärtige Position. Nach einem Schmaus watschelt der Großjagras zu seinem Nest zurück, den großen Bauch auf dem Boden schleifend. Wie Netze das sagt, ne? Versucht, zu diesem Gebiet zu gehen und nach Hinweisen zu suchen, die er zurückgelassen hat. Kriegen wir hin. Hast ist auf jeden Fall einsteigerfreundlicher. Ihm eine jetzt schon. Erstklassige Abreibung. Oh, und noch was etwas. Was ich aber nicht schlecht finde. Deine Zeit wird gemessen. Also, solange am generellen Spielprinzip sich nichts ändert, finde ich das total sinnvoll sogar. Ja. Weil die Einstiegshürde für Monster Hunter war schon immer sehr hoch, muss man sagen. Ich glaube, das ist das die Gebiet, wo wir hin sollten. Die Spähkäfer reagieren auf die Fährte des Monsters. Schau es dir mal näher an. Fußspuren. Okay. Super. Die Spähkäfer folgen dem Geruch des Monsters. Halte Ausschau nach weiteren Fährten und Spuren. Ja, sowas ist auf jeden Fall auch neu, ne? Ja. Da haben wir rechts so einen Balken, der sich jetzt füllt für jeden Fußabdruck, den wir scannen. Hast du gesehen, wo ich jetzt hin muss? Ja, da links. Links? Links. Da. Ah, hier. Das sind friedliche Viecher. Die Spähkäfer sind auf der Spur des Monsters. Folge ihrem grünen Licht. Genau, diese Spähkäfer sind neu. Ich wüsste ganz gerne mal, wie er die dressiert hat, dass die machen, was er will. Die zeigen mir auch an, wenn Gefahr im Gebiet ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Werden wir bestimmt auch sehen, wenn die rot leuchten. Aber jetzt helfen sie uns erstmal nur, unser Hauptmonster zu finden. Mach den Stein. Wenn du den Spähkäfern zu deinem Ziel folgst, findest du es in Windeseile. Warte, den Stein nehme ich mal mit. Das sollte sich als Schleudermunition eignen. Damit kannst du weiter entfernte Ziele treffen. Genau, das ist auch neu, dass man eine Schleuder hat. Weiß ich jetzt noch nicht genau, wofür die sinnvoll ist, aber ich kann jetzt mal hier so einem Pflanzenfresser so ein Ding in den Kopf schmeißen. Wenn du schlau bist, kannst du mit der Schleuder Monster ablenken. Ah, okay. Na, jetzt hast du geaggrot. Ja, die haben ja meistens Schiss, die rennen weg. So ganz leicht fällt es mir nicht zu wissen, wo die Spähkäfer hinwollen. Drück doch mal da Kreis bei den Fußspuren. Du bist ja immer drüben und drückst es nicht. Also wenn der Balken voll ist, meinst du? Ja. Guck, da rechts, es fehlt noch ein oder zwei Spuren. Da. Ist noch nicht ganz voll. Wir machen jetzt hier auch mal ganz brav das Tutorial. Das ist, würde ich jetzt auch sagen, nicht immer eine Notwendigkeit, aber es ist auf jeden Fall eine Hilfe. Wenn man jetzt gar nicht weiß, wo ich nach dem Monster zu suchen habe, dann kann ich ja die Spähkäfer benutzen. Aber bei Monster Hunter ist es ja meistens so, dass du dann schon irgendwann weißt, wo sich die Viecher aufhalten, je nachdem, welche das sind. Und kannst dann straight hingehen. Jetzt bin ich auch verwirrt. Ist ja alles. Ich glaube nicht, dass ich die jetzt alle aufsammeln muss. Wir folgen den Käfern einfach mal. Da ist wieder eine Fußspur.
Speedy. Nein, wir können eigentlich schon. Rotkern. Oh, Rotkern. Ist auch eine Schleudermunition, mit der du weit entfernte Pflanzen treffen kannst. Oh, da ist er. Alles klar. Da! Das ist das Questziel. Jetzt musst du es nur noch erledigen. Das ist der Großjack. Mit Hilfe der Fokuskamera verlierst du ein Monster weniger leicht aus den Augen. Das ist das. So, jetzt check das mal ab. Er schleicht jetzt an die anderen Viecher oder hat er die schon gegessen? Ich glaube, der hat sich eben schon. Ne, obwohl, der ist noch dünn, ne? Der ist noch dünn. Mal gucken. Das war nämlich echt krass, wenn der sich so ein Vieh reinhaut. Das ist nämlich eben schon mal angeguckt. Scheinbar hat er uns auch noch nicht bemerkt. Wir müssen auch dazu sagen, dass wir hier eine Pre-Alpha spielen. Das Spiel kommt ja erst im Frühjahr 2018 raus. Also es kann natürlich auch sein, dass hier noch Sachen nicht funktionieren oder nochmal umprogrammiert werden oder so. Also sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Ich glaube, der frisst gerade nichts mehr. Nein, hau ihn einfach. Genau. Wir kriegen jetzt noch mal ein paar Tutorial-Sachen eingeblendet. Sind aber auch gleich weg. Kann man auch so schnell. Ja. Das Monster bewegt sich nicht mehr. Ich kann ja mal versuchen, seinen Schwanz abzuschlagen. Nimmt auch optisch Schaden, ne? Man sieht so ein bisschen, wenn er lediert ist. Es ist überhaupt neu, dass man den Schaden, den man macht, auch sieht. Ja. Was ich ja persönlich sehr mag. Auf jeden Fall. Du willst ja immer wissen, wie stark deine Attacken sind. Gleichzeitig hat das Monster aber auch keine Energieleiste, was ich auch wieder gut finde. Hatte Monster Hunter noch nie und es trägt auch so ein bisschen dazu bei, wie lange geht der Kampf noch, weißt du? Bin ich nah dran und der einzige Indikator dafür ist ja eigentlich, wie sich das Monster verhält. Wenn das Hunger kriegt oder schlafen geht, dann weißt du auch schon so, okay, das ist jetzt schon so ein bisschen erschöpft. Ich bin also ganz gut dabei. Und erschöpft das ist, genau. Wenn es aggro wird. Und das all diese Dinge kann man halt am Verhalten des Monsters dann erkennen. Und, wie ein echter Jäger. Genau. Und ich finde, eine Energieleiste würde das Ganze so ein bisschen weniger spannend machen. Aber gab es nicht sogar einen Modus, wo man die einblenden können, oder erinnere ich das falsch? Habe ich das falsch in Das waren dann inoffizielle Funktionen. Vielleicht kann man seinen Schwanz nicht abhauen. Das kann sein. Es ist halt auch immer sehr wichtig für Monster Hunter, also ich weiß jetzt nicht, wie es bei ihm hier ist, aber ganz oft muss man gewisse, um gewisse Rüstungsteile oder Waffen oder was auch immer herzustellen, braucht man ganz gewisse Teile vom Monster. Manchmal ist es ein Horn oder ein Zahn oder ein Schwanz oder was auch immer, eine Schuppe. Und man muss dann auch entsprechend die, die Teile angreifen. Ich weiß nicht, wie oft hat man schon ein Monster erlegt, ohne dass man weil man hat das Monster getötet, bevor man den Schwanz abgehackt hat oder so. Ja. Ist nicht so ganz logisch, weil theoretisch könnte man ja sagen, wenn das Monster tot ist, kann ich immer noch den Schwanz abpacken. Auf jeden Fall, ja. Aber das geht halt nicht. Nee. Auch aus Spannungsgründen musst du das abhacken, während es noch lebt. Und wir sehen hier auch so rote Teile, die verlieren auch schon. Jetzt schleppt er, man sieht es richtig. Ja, guck mal, er humpelt. Er humpelt richtig sich ins nächste Gebiet, hat gar keinen Bock mehr, weil er richtig eingesteckt hat. Oh, ich sehe auch, wir müssen gleich Werbung machen. Ja. Kannst du Pause machen? Nee, ne? Pause wird wahrscheinlich gehen. Okay, dann machen wir nämlich mal ganz kurz Pause, bevor du jetzt in die zweite Runde gehst mit dem Jagras. Dann machen wir ganz kurz Werbung. Gleich geht's weiter. Wir folgen natürlich dem Jagras ins nächste Gebiet und werden versuchen, dann ihm den Rest zu geben. Ja, denke auch. Kriegen wir hin. Bis dann. Thank you.
Herzlich willkommen zurück zu einer Runde mit Monster Hunter World. Und Trant und ich haben die Ehre, jetzt schon mal ein bisschen Probe spielen zu dürfen. Mhm. Und wir sind gerade im Kampf mit einem Yagra. Yagra? Mhm. Oder Jackrass. Wir wissen auch nicht genau, Jackrass, wie es ausgesprochen wird. Jackrass. Und wir haben ihn schon stark verwundet. Er hat das Weite gesucht und jetzt müssen wir ihn suchen. Ja, ich wollte gerade mal was ausprobieren. Und zwar sehen wir hier diesen Vogel. Neu ist nämlich auch ein Fangnetz, mit dem ich kleine Tiere fangen kann. Das probiere ich jetzt mal. Lol. Ja. Wie geil. Ich habe es mir völlig anders vorgestellt. Ein Ekelgeier. Ich habe den Vogel gefangen. Okay, wir wissen noch nicht genau, wofür das gut ist, aber jetzt habe ich es zumindest auch mal demonstriert. Man hat ein Fangnetz dabei, das aktiviere ich mit der Schleuder. Wenn ich das jetzt nicht mehr benutzen will, kann ich das mit Quadrat wieder deaktivieren und habe die Schleuder am Start, die wir am Anfang schon gesehen haben, wo ich Steine mitschießen kann. Okay, cool. Jetzt geht's weiter, Jagd auf den Großjagras. Mach doch mal die Map. Oh, stimmt, die haben wir, glaube ich, auch noch gar nicht gesehen. Wir haben es nur genannt, dass Monster Hunter World ja jetzt größere Gebiete hat. Und wohin dich die Spähkäfer führen. Du kannst zudem Monster im Blick behalten. Genau. Wir sehen hier das komplette Gebiet. Das ist echt ziemlich groß und wir können eines der Gebiete, ne? Genau. Also ich nehme an, dass es zahlreiche wird gibt. Bestimmt noch andere Biotope geben, so Vulkan, Eiswelt und sowas. Aber ja, wir können jeden Bereich beschreiten, ohne dass wir Ladezeiten haben, wie es früher war. Und wir müssen jetzt in die 2, weil da hat er sich wohl hingezogen, um zu pennen. Aber das finde ich erstaunlich, dass wir das wissen. Weil wir haben ihn ja nicht markiert. Nee, stimmt, genau. Früher musste man immer einen Farbball auf die Viecher werfen. Das scheint es nicht mehr zu geben, genau. Oder? Aber wahrscheinlich liegt es daran an den Spähfliegen, die einem ja sonst auch immer helfen, den richtigen Weg zu finden. Aber das wäre schon eine große Vereinfachung, oder? Wenn du immer genau weißt, wo das Monster ist. Oh, das war ja das hier Leuchtmoos. Immer auch Leuchtmoos ein bisschen. Leuchtmoos kann als Schleudermunition verwendet werden. Schieße es an Wände, um dunkle Bereiche zu erleuchten. Oft musste man ja richtig suchen und dann hat man sich, wenn man im Multiplayer gespielt hat, aufgeteilt und jeder ist irgendwie auf die Suche gegangen und wenn einer dann das Monster gefunden hat. Ja. Oh ja, hier ist es in 4. Hier sind schon seine kleinen Kollegen, seine Nachkömmlinge. Deine Waffe verliert ihre Schärfe. Geh auf Abstand und benutze einen Wetzstein. Der Wetzstein. Ist eins neben Weiche den Angriffen aus. Alter. Vergiss nicht, dass du auch blocken kannst. Muss mal kurz die Waffe schärfen. Krieg ich bestimmt hin, oder? Nee, hat nicht geklappt. Geh mal ganz kurz ein paar Meter weg. Mach das hier draußen nochmal. Dann kommen sie schon. Ja. Ja, ne? Das war halt früher eigentlich auch nicht so, dass die Monster nachgekommen sind. Okay, das ist ein Bug. Ja. Na gut, wir gehen wieder rein. Wir haben ja auch ein Ziel. Und was wir hier jetzt sehen, guck mal, das schöne Abendrot. Die Zeit verändert sich auch während der Quest. Das war ja auch nicht. Und guck mal, die pennen. Weil es Nacht wird. Da ist er. So. Ich wollte gerade mal was gucken. Hm. Das Leuchtmoos, was wir eingesammelt haben. Ach, guck mal, und das sind die Blitzfliegen hier. Sehr geil. Die sind auch neu. Die Blitzfliegen, wenn ich die mit der Schleuder abschieße, dann sind die wie die Blitzbomben, die man aus vorigen Teilen kennt. Die blenden wenn du das Monster. R1 drückst. Bitte? Oh, ich war gerade R1. Also, da, jetzt R1. Gesehen? Nö, ja, hab ich gesehen, aber weiß nicht, was es bringt. Könnte mir vorstellen. Da. Ja. Was ist das? Vielleicht auf ihn klettern? Keine Ahnung. So, das Monster ist müde. Jetzt ist deine Chance, ordentlich Schaden anzurichten. Alles klar, mach ich. Da ist es wieder gewesen. Der fällt aber schnell um. Okay, den haben wir. Gut, die Quest war ja auch leicht. Ich glaube, der hat uns nicht einmal getroffen. Aber ist auch ganz gut, um einfach mal. Du hast die Quest abgeschlossen. Glückwunsch! Looten! Wo? Ah, hier.
schnell alles mitnehmen. Das ist das Schönste, was es gibt bei uns. Ja. Lederhaut. Mir fehlt ein bisschen das Loot-Geräusch. Ja. Dülüt? Genau, so eine Buschtrommel war das immer. Oder so eine Marimba, keine Ahnung. Ja, cool. Und ich meine, gelesen zu haben, dass wir hier jetzt noch rumlatschen könnten. Also jetzt wird die Quest beendet, so wie es sonst auch war, aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, man kann auch nach Questbeendigung noch ein bisschen rumlaufen. Mhm. Okay, das haben wir alles bekommen. Kann ich das auch alles auf einmal? Nee. XXX. Schön unsere Questbelohnung eingesteckt. Ja, jetzt könnte man nochmal die zweite Quest probieren. Ja, sicher. Aber ist die Frage, ob wir dafür die Zeit haben. Doch, das machen wir noch, okay. Oder? Ja. Vielleicht finden wir ja noch... Also es wird gemunkelt, ich sag nicht woher, aber das ist was, ein Rathalos ist, ja, auf der Map gibt. Ja. Den würde ich ja schon ganz gerne mal sehen. Wenn wir den finden. Hier kannst du deine Waffen und Ausrüstung wechseln. Stelle sicher, dass du immer für alles gewappnet bist. Ich kenne nicht alle Waffen, kann sie auch Langschwert nicht. Langschwert ist das Beste. Ja, das ist gut, ne? Hast du auch mal gern genommen? Mhm. Ja. Dann können wir ja jetzt schön mal... richtig lange Kombo mitmachen. Auch diesen Kleidmantel benutzen, den habe ich nämlich jetzt noch gar nicht benutzt. Den Mantel generell. Schön am Langschwert ist, je mehr man trifft, desto stärker wird's. Ja. Kann es dann so. Seht ihr dieses oben links? Seht ihr das lange graue Schwert? Das zeigt quasi, welches Level euer Langschwert hat. Wenn man ganz viele Kombos trifft, dann verändert es die Farbe und wird immer stärker. Grüß dich und willkommen in der Welt von Monster Hunter. Bist du bereit für das, was dich erwartet? Oh. Man muss natürlich immer erstmal was essen. In unserer Mini-Kantine hier gibt es Essen, das dich für die Jagd stärkt. Ich drück's. Oh Gott, das sieht so gut aus. Der sieht echt super aus. Oh. Ein bisschen Käse dabei. Ach, guck mal, die Shrimps. Ja. Oh. Wie er reinhaut. Sehr gut. So, und jetzt nehmen wir die Quest an. Wie sie sich auch mitfreut, so voll. In unserer Mini-Kantine hier gibt es Essen, das dich für die Jagd stärkt. Okay. Grüß dich und willkommen in der Welt von Monster Hunter. Grüß Gott. Bist du bereit? Servus. Ja. Rützenhüttel. So, ein unbekannter Schatten. Schwer. Nehmen wir. Los geht's. Bin mal gespannt. Jetzt haben wir ja auch gelernt, wie das mit den Fliegen funktioniert, mit den Spähfliegen. Ob wir den jetzt auch ohne Tutorial-Tipps finden. Du kannst ja mal die Tutorial-Tipps ausschalten. Die auch ein bisschen nervig. Ein Monster, das der Forschungskommission mächtig Kopfschmerzen bereitet, ist wieder aufgetaucht. Wir wissen nicht genau, wie das Monster aussieht. Nur, dass es Dutzende Jäger schlimm zugerichtet hat. Also, legen wir sofort los. Öffne deine Karte. Das hier ist unsere gegenwärtige Position. Ja, das wissen wir. Wir wissen allerdings, dass es sein Territorium mit klebrigem Schleim gegen Eindringlinge markiert. Mhm. Ich möchte, dass du zu diesem Gebiet gehst und nach diesem schleimähnlichen Zeug suchst. Alles klar? Alles klar. In Ordnung, Partner. Zeit fürs Monsterjagen. Ich dreh mal so einen kleinen Bogen, dass ich nicht denselben Weg gehe Eine wie vorhin. Zeit wird gemessen. Viel Glück. Gehen wir nach Norden. Dann machen wir die Tutorial-Tipps aus. Ja? Wo könnten das gehen? Bei Einstellungen. Wo könnten das gehen? Ich glaube nicht, dass ich sie ausmachen kann. Aber da, okay. Oder hast du was gesehen? Eben? Ja, da stand noch, gab es noch einen Menüpunkt Tutorial. Nee. Weiter rechts. Da Tutorials und Tipps. Nee. Okay. Und was ist denn das Ringmenü? Das haben wir auch noch nicht gesehen. Das haben wir auch noch nicht ausgecheckt, nee. Egal. Aber hier, die Fliegen zeigen uns auch, wo Kräuter sind oder Beeren. Mit einer Nadelbeere könnte ich Munition herstellen. Wenn ich eine Armbrust hätte, habe ich aber nicht. Genau, wir gehen noch mal. Warum nicht, ne?
Spring runter. Nee, ich kann nur hier lang. Auch kleine Heuschrecken. Also die kann ich. Ja, Kaiserhüpfer. Sehr gut. Was die Punkte sind, weiß ich aber auch noch nicht. Jetzt hast du 8 Punkte gekriegt für den Kaiserhüpfer. Mhm. Was kann man damit machen mit den Punkten? Oder ist es einfach nur so für Fun? Gute Frage. Vielleicht ist es sowas wie Geld. Sehen wir hier auch mal ein bisschen neuen Abschnitt. Da sind so fiese Fische drin. Ein schöner Wasserfall. Kann ich hier fischen oder was? Das Netz habe ich ja schon ausgewählt. Du musst die Angel auswählen, wenn du fischen willst. Ja. Aber hier sind auch keine Fische. Angelroute. Die Frage, ob hier überhaupt Fische sind, ne? Ich dachte, das sind keine. Hat man die eigentlich immer gesehen? Na gut. Das war aber auch mit Abstand das Nervigste, was es gab. Wenn du diese ganz besonderen Goldfische oder was das war, angeln musstest. Das Langschwert ist eine schneidende Nahkampfwaffe. Mit gesammeltem Mut und etwas Elan wird sie noch besser. Oh, das habe ich mich echt fast ein bisschen verlaufen. Wir gehen aber mal zum Zielgebiet. Och, guck mal hier, Erzer. Ich denke, wir wollen den Rathalos suchen. Nee, wir müssen doch unser. Wir haben hier ein Hauptziel. Da ist auch schon. Schau es dir mal näher an. Anjanat. Da, das ist das Questziel. Ich nehme direkt mein Fass. Musst du es nur noch erledigen. Ich habe kein Fass. Mit Hilfe der Fokuskamera verlierst du ein Monster weniger leicht aus den Augen. Doch, Fassbombe? Große Fassbombe, geil. Na gut, alles klar. Gut. Stellen wir gleich mal beide hin. Und lassen sie direkt in seiner Fresse explodieren. Das wird richtig wehtun. Und eine kleine hinstellen zum Zünden. Lol. Wow. Na? Guten Morgen. Uiuiui, shit. Jetzt hat er gebrüllt, ich musste kurz zucken. Dieser Trutzmantel von vorhin, der hätte das verhindert, aber da hätte ich ihn auch anlegen müssen. Wenn ein Monster wegrennt, dann halte dich an die Spähkäfer. Die führen dich direkt zu ihm. Krass, krass. Ich glaube, der ist vielleicht schon ein bisschen gefährlicher. Aber wo geht er hin? Nächste Level der Waffe zu erreichen, musst du die Kombo einmal durchkriegen. Ja. Zumindest war es früher so. Jetzt ist rot. Da hätten wir erstmal gucken müssen, wie man die Spirit Kombo auslöst. Weil mit der Schultertaste geht's nicht mehr. Ah, hier mit R2, alles klar. Shit. Guck mal, es wird jetzt echt ein bisschen fies. Oh. Ja, du hast schon die Hälfte getroffen. Energie ist ja, ich such den Megatrank. Kann ich jetzt auch ein paar Schritte gehen, während ich den trinke? Ist ganz cool. Er brüllt wieder. Ich kann nichts machen. Der dicke Schwanz. Oh Scheiße, Alter. Ich brenne. Lass mir ein bisschen rollen. Oh, krass. Das ist, das kann ich auch schon mal sagen, das fühlt sich echt neu an alles. Also echt sehr flüssig und weniger mechanisch. Oh, cool, ich bin draufgehüpft. Hat man ja auch noch nicht gesehen. Oh, ich muss festhalten, alles klar. Okay, weiterhacken. Festhalten. Weiterhacken.
Alles klar, jetzt kriegst du das. Okay, cool. Ich muss zugeben, ich bin ein bisschen doof mit der Kamera gerade. Ja, da hätte die Kombo aber jetzt mal durchkriegen können. Da waren wir kurz gestunt von dem Schrei. Dann verdrückt er sich. Aber das finde ich ja krass, dass man jetzt immer genau weiß, wo die hingehen. Ich weiß nicht, ob mir das so gut gefällt. Ach so, naja gut, bei Monstern, die zu Fuß sind, wusste man das ja auch vorher schon. Es sei denn, sie sind durch irgendein Loch abgehauen, ne? Aber ja, bei den fliegenden Monstern, da wird es ja jetzt auch so sein, dass er erstmal gucken muss, wo die hin sind. Oder dieser grüne Schimmer, der die da verfolgt. Ja. Shit, das hat mich aber sauer. Haha. Oh, krass, er hat sich verfangen. Na, komm. Du kannst die Kombo nicht, kann das sein? Doch, jetzt. Zack, jetzt sieht man auch, es hat das nächste Level erreicht, das Schwert. Ja. Mit so einem dicken weißen Umrandung. Genau. Das macht so ein bisschen mehr Schaden. Kann man, glaube ich, dreimal oder so machen. Ja. Aua. Werf doch mal einen Stein drauf, mal gucken, was passiert. Ah, scheiße, ich hab noch das Netz angemeldet. Das Netz muss ich abwählen, alles klar. Du musst die Schleuder mit Munition laden. Ich hab nichts drin, oh. Shit. Du etwas Nützliches herumliegen? Du kannst Sprungangriffe benutzen, um auf Monster aufzusteigen. Das mache ich doch jetzt gleich mal. Vorbei. Yeah. Alles klar. Du bist auf dem Monster. Jetzt kannst du es zu Fall bringen. Das und wieder. Oh, krass. Oh, im Endeffekt wieder rangezogen. Habe ich übrigens nichts aktiv gemacht. Ist automatisch passiert. Ah, da hätte ich mal. Doch, nee, war, glaube ich, alles cool. Combo. Damage du machst. Zack, nächstes Level. Alles klar. Jetzt geht's richtig ab. Jetzt geht's richtig ab. Meistens, wenn man das finale Level des Langschwerts erreicht, dann ist das Pi meistens eh schon tot. Ja. Oh, der wird nochmal böse. Der hat noch ein bisschen was. Nein! Waffe ist wieder stumpf, sieht man jetzt auch, wie ich hier abprall. Wo ist der Wetzstein? 1, 2, 3, 4, Wetzstein. Alter, ich habe auch viel Stuff dabei. Können ja auch mal Dämonenpulver futtern. Es gibt dann eben auch Waffen, die werden schneller stumpf als andere. Ne? Also das ist dann auch eine Sache. So, jetzt bin ich stärker. Im Prinzip bei Monster Hunter spielt man ja immer die gleiche Waffe. Und verbessert diese Waffe einfach, aber die ist vom dem, was sie kann, eigentlich immer gleich. Ja. Vom Moveset her meinst du? Vom Moveset her ist sie gleich. Es gibt halt diese, weiß ich nicht, 8, 9 verschiedenen Waffen. Und in der Regel versucht man halt immer die Waffe besser zu machen. Also dass diese Waffe, dass man halt das Langschwert robuster wird, schärfer wird und mehr Schaden macht und solche Sachen. Aber es ist kein klassisches Looten und Leveln eigentlich in dem Sinne wie bei einem Rollenspiel. Muss man ja, genau, sondern da geht es halt eher um Materialien, um eben die Waffen stärker zu machen. Aber dass hier mal so eine Waffe runterfällt, sowas gibt es hier nicht. Ja. Musst du alles bauen. Das Monster bewegt sich nicht mehr. Das ist deine Chance. Und? Oh, da kommt der andere. Der andere. Und greift dich an oder das Die Viech? Haben jetzt erstmal, glaube ich, keinen Bock aufeinander, ja. Doch, guck mal, die greifen sich gegenseitig an. Krass, guck mal, Revierkampf, wie er den kaputt macht. Boah, ach du Scheiße.
Die Natur ist schlimm. Boah. Was geht? Hat er den jetzt schon zerlegt oder was? Jetzt hau sie beide. Stich ein. Zwei sich streiten. Krass. Ich hab den Pilz abgehauen. Und das ist die finale Kombo. Nee, doch nicht. Okay. Ja, letzte Stufe. Wollte ich gar nicht. Ich liebe das Langspiel. Ja, er humpelt. Der ist im Eimer. Ich überlege gerade. Schockfalle. Genau. Wir können auch noch mal. Den anderen kannst du theoretisch, könntest du jetzt natürlich looten, wenn er den umgelöst. Stimmt, hat, ja. Ne? Ein gratis Loot eigentlich. Ich leg mal die Falle hier in die Mitte. Nein, das haut doch, doch. Das haut hin. Oh, das ging aber schnell. Und jetzt ist okay. Er gefangen. Okay. So kann man natürlich auch Viecher fangen, und zwar lebend, wenn die sehr wenig Energie haben und man sie dann in eine Falle lockt, dann fängt man sie lebend und dann kriegt man nochmal andere Materialien, als wenn man sie lootet, ja, nachdem man sie gelebt hat. Da kriegt man in den Belohnungen dann mehr, ja. Ich habe jetzt gerade nochmal ein Lähmungsmesser ausgestattet, die hat man ja vorher auch einfach nur geworfen. Jetzt aber sind sie auch, wie ich sehe, die kenne Schleudermunition. Lähmungsmesser kenne ich gar nicht. Ist die schon immer? So. Und nicht so oft. Wo geht er denn hin? Kann ich da durch? Zum Rathaus. Also mich nervt dieser grüne Feenstaub. Ich muss es ganz ehrlich sagen. Weißt du, was ich meine? Ja. Da ist er. Was? Nee, das sind kleine. Oh, oder doch? Das sind Remobras. Nee, doch nicht. Ja, aber hier ist 100 Pro auch irgendwo der Ratter los. Das ist doch ein Hinweis. Achtung, Flugviecher. Jetzt habe ich tatsächlich. Hier rechts da hoch. Daher. Meinst du da? Ah ja, genau. Liegt denn hier alles rum? Guck, eine Schuppe! Da ist er doch! Sag ich doch! Vorsichtig! Das Ding, der hat wohl hier das Sagen. Werde bloß nicht leichtsinnig. Ach, der gute Radalos, ey. Das Schwert, was ich trage, ist von ihm übrigens. Guck mal hier, krass! Wälzt die Krallen und so. Okay, okay. Das war vielleicht blöd. Den musst du platt machen jetzt. Ja, genau. Ja, wie? Ja, wir haben ein Ziel. Ich leg mich doch jetzt nicht mit dem an. Angst oder was? Ja. Ist auch wieder weg. Ja, jetzt habe ich gerade echt ein bisschen verpasst, wo wir eigentlich hin müssen. Wo pennt denn? Ja, das ist zum Beispiel auch so eine Sache. Wenn die pennen, dann regenerieren die auch wieder Teile ihrer Energie. Das heißt, man will natürlich die so schnell wie möglich stellen, damit sie nicht wieder zu alter Stelle. Ah, hier, alles klar. Kannst du direkt wieder ein Fass hinstellen. Mal gucken, ob wir noch welche haben. Ich glaube, wir hatten 10 Stück oder so. Normalerweise, nee. Normalerweise muss man die natürlich erstmal herstellen. Hast du 9 Stück noch? Ja, das sind diese kleinen, die ja gar nichts bringen. Die sind doch eigentlich nur zum Anzünden hier. Ach so. 40 immerhin. Oh. Ah, Mist, du hast es weggesteckt. Ja, unser Schwert ist wieder in der niedrigsten Stufe. Das sehen wir jetzt hier an dem Schaden, den wir machen. Zu lange nicht gehauen. Ist halt in der ersten Phase relativ schwach. Aber wenn man es dann aufgeladen hat, auch sehr mächtig.
Oh, guck mal, es ist rot, ne? Aber das ist, glaube ich... Oh, Samin. Alles klar. Weil der wahrscheinlich schwach gegen Feuer ist oder so. Ja. Okay. Könnte sein. Du hast die Quest abgeschlossen. Glückwunsch. Loot. Schön alles mitnehmen. Uiuiui, ganz schön anstrengend. Nehmen wir alles mit. Rüstkugeln gibt's wieder. Die hat man benutzt, um Rüstungen aufzuwerten, also um sie stärker zu machen. Erz, Honig, Knochen. Schuppen und Knochen braucht man meistens für Rüstung und Waffen. Ja. Ja, das war doch mal ein sehr schöner Einblick. Haben jetzt diese zwei Quests eigentlich ganz gut gemacht. Hm. Und was sagst du? Ich finde, das fühlt sich sehr flüssig an. Durch die, also weniger so abgesetzt voneinander, die ganze Steuerung. Warum hast denn du eigentlich nicht gespielt? Also. Nee, das ist ja auch... also ich finde, das fühlt sich sehr auch im Kampf flüssig an, dadurch, dass du jetzt halt auch viel mehr Tasten als auf anderen Plattformen hast. Hast du auch, ist nicht mehr alles doppelt belegt. Also es braucht aber immer noch Gewöhnungszeit. Also ich fand jetzt nicht, dass ich da reingehüpft bin und habe sofort alles gepeilt, weißt du? Du brauchst schon ein bisschen Zeit, um dich zu akklimatisieren. Aber wie du dich so generell bewegen kannst und wie der Charakter reagiert und dass du auch so schön irgendwie Vorsprünge hoch und runter klettern kannst, geht alles mega flüssig. Ja. Ja, also mir gefällt es auf jeden Fall. Ich habe mega Bock drauf. Es ist noch ein bisschen Zeit, bis das Spiel rauskommt. Früher 2018 heißt es. Ich glaube, ein genaues Release-Date gibt es noch nicht. Aber es sieht ja schon relativ weit aus. Gut, wir wissen jetzt nicht, wie viele Gebiete da jetzt schon fertig designt sind oder so. Aber es macht auf jeden Fall einen sehr guten Ersteindruck. Ich glaube, für uns als Monster Hunter-Fans stellt sich die Frage sowieso nicht. Wir werden es ja sowieso zocken. Und alle, die noch nie mit einem Monster Hunter irgendwie in Berührung gekommen sind, vielleicht auch einfach, weil sie keinen Bock hatten, das auf dem Gameboy zu spielen, dann... Er ist halt ein Gameboy. Nee. Doch. Und dann ist das vielleicht jetzt der perfekte Einstieg für euch, einfach mal wirklich sich an das Spiel ranzuwagen. Weil es macht wirklich Spaß. Es dauert eine Weile, bis man reinkommt, aber dann entfaltet es ein unfassbares Suchtpotenzial. Ja, so eine schöne Sogwirkung. Und hat man jetzt ja gar nicht gesagt, ist ja eigentlich auch eher so ein kleineres Online-Multiplayer-Game, ja, wo du halt eher zu viert auf die Quest gehst. Also da lohnt sich das dann halt auch mit Freunden loszuziehen. Vielleicht ist auch einer dabei, der euch dann so ein bisschen als Lehrmeister dienen kann und euch alles erklärt, dann macht es nochmal doppelt so viel Spaß. Und jetzt hast du hier auch nochmal ein Vieh gefunden. Also das kann man echt mal ausprobieren. Es ist einfach, finde ich, von den Kämpfen her immer super spannend, weil das so physisch ist, weißt du, da ist nichts so entkoppelt im Sinne von, so ich mache einen Zauberspruch und dann ploppen da Zahlen auf, sondern wenn da das Schwert auf das Monster drauf trifft, dann hat das richtig Wucht. Muss ausweichen, muss blocken, es hat ein richtig gutes Timing, wie es eben bei gescheiten Kampfspielen oder bei so Brawlern halt ist, ne? Also, es ist nicht so, ich befehle immer das Wort indirekt, es ist sehr direkt. Ja, ich finde, es ist auch intuitiv, weil du wirst einfach mit der Zeit besser mit deiner Waffe. Ja. Und du wirst wirklich ein Meister deiner Waffe und du verschmilzt sozusagen auch und identifizierst dich mit deiner Waffe und deiner Ausrüstung und spezialisierst dich drauf. Und das macht einfach super viel Spaß. Es ist halt eine ganz andere Herangehensweise als jetzt bei sowas wie Diablo oder so, wo du halt... Genau. Da ist egal, welche Waffe du hast, du drückst eigentlich immer nur die eine Taste. Und hier ist es wirklich wie ein komplett anderes Auto, was du fährst, weißt du, wo du dich erstmal so dran gewöhnen musst, wie reagiert hier was. So ist es hier auch bei den Waffen, die man eigentlich wirklich erstmal lernen muss, ja. Also wir freuen uns mega drauf. Monster Hunter World im Frühjahr kommt's raus für PlayStation 4, Xbox One. Und PC. Und PC. Ja. Also in diesem Sinne schon mal vormerken, wir sind begeistert, wir freuen uns drauf. Danke an Capcom, dass ihr uns zocken lassen habt. Und ja, das war's erstmal. Alles klar. Macht's gut. Tschüss.